Du hast mit Sicherheit enorm große Ziele. Doch gab es auch schon mal die ein oder andere Situation, wobei du dir selber bei der Erreichung deiner Ziele im Weg standest? Bestimmt, oder? Warum das Ganze so ist und wie du diese Selbstsabotage ein für alle Mal loswirst, das zeige ich dir heute. Und damit erst einmal herzlich willkommen, Alexander Wahler hier. Ich freue mich, dass du da bist, denn ich habe heute eine Zuschauerfrage bekommen. Wenn du eine Frage hast, die ich hier auf YouTube oder im Podcast beantworten soll, wenn du meinen Podcast noch nicht abonniert hast, dann mach das unbedingt, jeden Tag neue Folgen. Und wenn du eine Frage an mich hast, dann pack die einfach unten in die Kommentare und lass uns erstmal die heutige Frage vorlesen. Ich habe sehr mit Selbstzweifeln zu kämpfen. Auch kann ich mir einfach meinen Erfolg nicht vorstellen und habe sogar Gedanken, dass ich es nicht verdient hätte. Könntest du vielleicht ein Video zur Erfolgsangst machen? Ich muss mein Denken ändern von warum ich zu warum nicht ich. Und das ist eine Sache, die ich persönlich ja, auch ziemlich gut kenne. Denn auf den ersten Blick klingt es vielleicht komisch, Angst vor dem eigenen Erfolg zu haben. Doch wenn wir uns das Ganze mal unter der Lupe genauer anschauen, sehen wir, dass es ziemlich viele Gründe gibt, davor Angst zu haben. Der erste Punkt ist natürlich, werden wir mit dem Erfolg überhaupt klarkommen? Denn je mehr Erfolg du hast, je mehr finanziellen Erfolg du hast, je mehr Erfolg du in der Karriere hast, je mehr Erfolg du in einem bestimmten Hobby hast, je mehr Erfolg du in deiner persönlichen Entwicklung hast, in deinem Liebesleben, desto mehr Verantwortung kommt damit ja auch. Davor nervös zu sein oder sogar Angst zu haben, ist vollkommen normal, denn wir wissen selber nie, wie wir in einer Situation reagieren, ehe wir einmal in der Situation sind. Stell dir dabei mal vor, du hast von heute auf morgen alle deine Ziele erreicht, die ganze Aufmerksamkeit von anderen ist auf dir, du hast die Verantwortung, dich um all diese Dinge zu kümmern, um den Erfolg auch aufrechtzuerhalten. Würdest du damit überhaupt klarkommen? Um diese Angst zu besiegen, mach dir zuallererst einmal klar, dass um das Ziel zu erreichen, dieses große, große Ziel, was du dir gesetzt hast, du sowieso eine andere Person werden musst. Also die Person, die du aktuell bist, das wird nicht die gleiche Person sein, die dann dieses Ziel erreicht hat. Du wirst zu dem Zeitpunkt enorm gewachsen sein und auch mit dieser Verantwortung klarkommen. Ein weiterer Punkt ist, dass deine Lebenslage, deine Lebenssituation, wenn du dieses Ziel erreicht hast, sie ist unbekannt. Und wir Menschen haben enorme Angst vor dem Unbekannten. Besonders wenn sich viel in der Welt verändert, werden wir gerne mal nervös. So schön Erfolg, was auch immer für dich Erfolg bedeutet, auf dem Papier auch klingt, wenn wir dann mal daran denken, dann schaltet sich schnell unser Verstand ein, welcher nun ja diese Situation nicht kennt, wie es dann ist, erfolgreich zu sein, und redet das Ganze lieber klein. Gibt dir Angst vor dem Erfolg, denn das, was gerade in deinem Leben passiert, deine aktuelle Lebenssituation, die kennst du bereits, die kennt dein Verstand, und lieber das haben, was man kennt, was vielleicht nicht so gut ist, als das, was man nicht kennt, aber viel, viel besser ist. Das heißt, sogar wenn deine Lebenssituation viel, viel besser sein kann, du große Ziele erreichen kannst, für den Verstand ist das Ganze unbekannt. Und vor dem Unbekannten haben wir schon mal gerne Angst. Um diese Angst zu besiegen, denk einmal daran, welche Dinge für dich heute vollkommen normal sind, vor einem Jahr, vor 2 Jahren, vor 3 Jahren, vor 5 Jahren, vor 10 Jahren, aber komplett fremd waren. Und erinnere dich daran, dass diese fremden Dinge mit der Zeit bekannter, bekannter und bekannter wurden und du auch gelernt hast, sie zu lieben. Du hast gelernt, damit umzugehen, du hast gelernt, bestimmte Herausforderungen oder Hindernisse in diesem Bereich zu überwinden, und du bist als Person gewachsen. Du bist plötzlich damit klargekommen, auch wenn es irgendwann mal unbekannt war. Und wenn du diesen Prozess einmal durchgegangen bist, hey, dann heißt es ja auch, dass du ihn nochmal durchgehen kannst. Also nimm dir diese Angst vor größeren Zielen, nimm dir diese Angst vor dem Erfolg, indem du dich daran erinnerst, ja, es ist zwar unbekannt, aber heute habe ich auch verdammt viele Dinge in meinem Leben, die vor einigen Monaten, vor einigen Jahren mal unbekannt waren, aber jetzt komme ich damit mehr als gut klar. Womit wir auch zu einem weiteren Punkt kommen, nämlich mal abgesehen von dir, betrifft dein eigener Erfolg natürlich auch die Menschen in deinem Umfeld, deine Freunde, deine Bekannten, dein Freund oder deine Freundin, deine Frau oder deinen Mann und natürlich auch deine Familie. Und wie werden die darauf reagieren? Das ist eine Angst, die uns häufig im Hinterkopf, die wir häufig im Hinterkopf mitschleppen. Denn vielleicht verlassen sie uns, vielleicht urteilen sie über uns, vielleicht fangen sie an, schlecht über uns zu reden. Und das sind natürlich Dinge, welche uns Angst machen, welche uns nervös werden lassen. Und dann bleiben wir doch lieber bei unseren Freunden oder Bekannten und gehen das Risiko nicht ein, dass sie immer schlecht über uns reden oder dass sie uns verlassen, dass wir am Ende einsam dastehen, als dieses große Ziel zu erreichen, was du dir schon seit Jahren gesetzt hast. Um diese Angst zu umgehen, kannst du mehrere Dinge machen. Zum einen, red mit deinen Freunden und Bekannten ganz offen und ehrlich über deine Ziele. Red darüber, was du erreichen möchtest. Red darüber, was für dich Erfolg bedeutet und was dein Plan ist, dahin zu kommen. Je nachdem, wie die Reaktion deiner Freunde und Bekannten dann ist, kannst du doch mal abschätzen, ob
Ihr Urteil es überhaupt wert ist, ernst genommen zu werden oder nicht. Denn ja, manche Freunde oder Bekannte werden sich mit Freude auf deine Seite stellen, werden dich unterstützen, werden dich fragen, hey, wie kann ich dir dabei helfen, dieses Ziel zu erreichen? Sie werden dir ihr Wissen weitergeben, dich vielleicht mit neuen Leuten connecten, welche dabei helfen können, und sie werden dich dafür loben, dass du versuchst, dieses Ziel zu erreichen. Diese Leute behalt bei dir, denn sie können dir helfen, das Ziel schneller zu erreichen, und natürlich macht es viel, viel mehr Spaß. Plus, damit hast du die Angst schon längst eliminiert, nämlich die Angst, dass Freunde dich verlassen, wenn du ein Ziel erreichst. Um die Leute brauchst du dir also keine Sorgen machen, ganz im Gegenteil. Andererseits können aber auch Leute bei sein, welche vielleicht auf deine Ziele herunterschauen, welche vielleicht kritisch anfangen, das zu begutachten, welche vielleicht über dich urteilen und mal plötzlich dastehen, ach wirklich, so ein Ziel willst du erreichen? Bist du denn überhaupt intelligent genug dafür? Bist du smart genug dafür? Hast du genug Talent? Ach, das ist doch Bullshit. Ach Quatsch, wieso durchtrainierter sein? Wieso sich gut ernähren? Wieso eine tolle Karriere haben? Wieso liest du so viel? Wieso gehst du häufig ins Fitnessstudio? Wieso schaust du so viele Videos über Persönlichkeitsentwicklung? Wieso liest du so viel? Das bringt doch alles gar nichts. Wenn Leute so reagieren, dann kann es dir auch die Angst nehmen. Denn damit erkennst du, hey, das Urteil von denen zählt eigentlich gar nicht, denn offensichtlich gönnen sie mir meinen Erfolg nicht. Ja, und damit ist die Angst im Endeffekt auch weg. Einerseits hast du die Menschen, welche dich begleiten, welche bei dir bleiben werden. Andererseits hast du die Leute, welche, naja, auf deine Ziele herunterschauen und dir den Erfolg nicht wirklich gönnen. Und die spielen dann eh keine Rolle, wenn du das Ziel mal erreicht hast. Dazu ist auch noch ganz wichtig, wenn du dich persönlich weiterentwickelst, bestimmte Hobbys verfolgst, deine Karriere ausbaust, bestimmte Fähigkeiten lernst, viel liest, dich weiterentwickelst, um die Welt reist etc., dann wird es immer wieder passieren, dass bestimmte Leute dich verlassen. Sie machen das aber nicht, weil sie dich nicht mehr leiden können, sondern es ist ein normaler Prozess. Jeder entwickelt sich in seine Lebensrichtung, und je älter wir werden, desto individueller werden die einzelnen Ziele, desto individueller werden die eigenen Interessen, desto individueller werden auch die eigenen Lebenswege. Von daher ist es absolut nichts Schlimmes, wenn du plötzlich mal auf einen anderen Weg kommst als ein guter Freund von dir und er geht auf einen anderen Weg oder ein guter Bekannter von dir und plötzlich, naja, über vielleicht einige Wochen, Monate oder Jahre hinweg lebt ihr euch auseinander. Das ist absolut nicht schlimm, denn rat mal, was passiert. Du lernst auf dem Weg neue Leute kennen. Du lernst auf dem Weg andere Gleichgesinnte kennen, genauso wie dein alter Bekannter oder dein alter Freund. Wir werden niemals komplett einsam sein, wenn du die Fähigkeit hast, neue Leute kennenzulernen. Wozu ich ein komplettes Buch geschrieben habe, nämlich Freunde finden im 21. Jahrhundert, was du dir hier oben sichern kannst, deiner Infocard oder auch in der Beschreibung, ist auch nochmal ein Link zu finden. Bisher 5 von 5 Sternen bei Amazon. Euer Feedback ist Hammer. Ich kriege jeden Tag Nachrichten von euch auf Instagram, auf Snapchat, wo ich euch auch mal ein paar einblenden kann mit positivem Feedback. Also wenn du dir das Buch noch nicht gesichert hast, mach es jetzt. Das ist die ultimative Anleitung, wie du Gleichgesinnte im 21. Jahrhundert findest. Womit wir auch zu einem weiteren Punkt kommen, nämlich mehr Erfolg gleich mehr Probleme. Und das ist jetzt auf den ersten Blick vielleicht wirkt das komisch, denn wir denken ja, hey, je erfolgreicher wir sind, je mehr Erfolg wir haben, desto weniger Probleme haben wir. Es stimmt aber nicht. Wir werden immer Probleme haben. Wir werden immer Herausforderungen in unserem Weg haben. Und wir werden uns jeden Tag bestimmten Kämpfen stellen müssen. Ganz egal, wie erfolgreich wir sind, ganz egal, welche Ziele wir verfolgen, die Probleme gehen nicht weg. Sie ändern sich nur. Und je erfolgreicher wir dabei werden, desto größer werden auch häufig die Probleme. Denn stell dir mal vor, du hast einen Job, der dir ja, ganz gut gefällt, dem du einige Jahre verfolgst, der dich aber nicht wirklich erfüllt. Dann werden deine Probleme dabei auch nicht allzu groß sein, denn die Herausforderungen, die du jeden Tag bewältigen musst, klar, sie werden da sein, das will ich nicht leugnen. Jeder von uns hat Kämpfe, jeder von uns hat Herausforderungen. Allerdings werden sie auf einem anderen Level sein, als wenn du auf einmal vielleicht 40, 50 Jahre alt bist, seit 20, 30 Jahren die Karriereleiter hochsteigst, nun Manager oder Führungspersönlichkeit bei einem großen Unternehmen bist und 150 Leute unter dir hast und du das alles managen musst, und wenn du keine gute Arbeit machst, dass dann wirklich das Unternehmen pleite geht, Leute ihren Job verlieren und der Druck, der dann auf dir lastet. Das heißt, es sind eine ganze Menge Probleme. Oder stell dir vor, du bist gerade dabei, deinen Umgang mit anderen Menschen zu verbessern, mehr Selbstvertrauen aufzubauen. Naja, am Anfang, du lernst nicht viele Leute kennen und dementsprechend hast du auch nur die Herausforderung, dass dir vielleicht ab und zu mal langweilig ist, dass du vielleicht ja nicht ganz so viel Spaß hast. Aber dann hast du irgendwann, wenn du dich ein paar Jahre damit beschäftigst, einen größeren Freundeskreis, Bekanntenkreis. Und plötzlich musst du mit all den Leuten Kontakt halten. Du musst plötzlich darauf achten, dass du dich bei jedem regelmäßig meldest. Du musst plötzlich Events organisieren, weil du 20, 30 Leute zusammenbringen möchtest. Die Probleme, die gehen nicht weg. Sie ändern sich nur. Und je größer der Erfolg, desto größer häufig auch die Herausforderungen. Was nicht heißt, dass du jetzt deine Ziele über den Haufen werfen solltest und sagen solltest, ey, okay, dann verfolge ich jetzt keine Ziele mehr. Nein, im Gegenteil. Sei dir nur darüber bewusst, dass Probleme nicht weggehen, Herausforderungen nicht weggehen, Kämpfe nicht weggehen. Sie verändern sich nur. Und manchmal werden sie sogar größer, je mehr Erfolg wir haben. Doch lass dich von dieser Sache niemals
zurückwerfen. Lass dir davon keine Angst machen. Im Gegenteil, sieh es als Challenge. Sag dir, ey, weißt du was? Ich bin bisher mit so vielen Kämpfen klargekommen, mit so vielen Herausforderungen klargekommen. Ich werde mit den größten Herausforderungen, ja, da werde ich auch klarkommen. Weißt du was, das ist sogar ein Spiel. Mal schauen, wie gut ich das meistern kann. Ich wette, all die Leute, die gerade in der Position sind, die gerade so erfolgreich sind, die kommen nicht annähernd so gut mit den Herausforderungen klar, wie ich es tue. Ja, ich werde noch härter auf meine Ziele hinarbeiten. Und damit hast du plötzlich die Angst besiegt. Natürlich ist das keine Sache, die du einmal machst, und ist diese Nervosität, diese Erfolgsangst für immer weg. Nein, erinnere dich jeden Tag an die Punkte, die wir heute durchgesprochen haben, und frag dich auch mal selber, wie stehst du dir selber im Weg? Wie sabotierst du deinen eigenen Erfolg? Wo hast du vielleicht Angst vor deinem eigenen Erfolg? Erfolgsangst. Setz dich nach dem Video hier mal 10 Minuten hin und reflektier darüber schriftlich. Eine der besten Dinge, die du tun kannst für deine persönliche Entwicklung, ist, deine Gedanken, das, was hier oben abgeht, auf Papier zu bringen. Dann kannst du sie nämlich die objektiv anschauen, reflektieren, was gut ist, was schlecht ist. Und du entdeckst vielleicht bestimmte Mindsets, bestimmte Glaubenssätze, die dir gar nicht bewusst waren, die du jetzt eliminieren kannst und nicht bessere ersetzen kannst. Und schreib mir auch gerne in die Kommentare unten, was war dein größter Aha-Moment heute aus dem Video und wo stehst du dir manchmal selber im Weg? Da bin ich neugierig. Wenn du auch eine Frage hast, die ich im nächsten Video beantworten soll, schreib unten in die Kommentare, lass ein Abo da, lass einen Daumen nach oben da. Sicher dir mein neues Buch Freunde finden im 21. Jahrhundert, wenn du das noch nicht gemacht hast. Man, du verpasst was. Mach's hier in der Infocard oder der erste Link in der Beschreibung. Wirklich, euer Feedback ist Hammer. Wenn du dir das Buch noch nicht gesichert hast, ja, was soll ich sagen? Hol's dir. Ich meine, du verpasst enorm was. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Oh ja, und abonniere den Podcast, wenn du den Podcast nicht abonniert hast. Jeden Tag neue Folgen. Ciao.